Dann darf ich jetzt die Predigerin ansagen. Maria Brean heißt sie. Ich habe in der Vorbereitung auf heute, habe ich mir die ganze Woche, ich glaube, 10 oder 12 Predigten angehört von dir. Ja, und ich bin sehr gesegnet, ich kann es euch wirklich sagen. Und ich hab so eine kleine Faktenliste, also ein paar kleine Mini-Fakten über Maria Brean. Okay, es gibt ja die Realität und es gibt die Wahrheit. In Realität ist Maria 83 Jahre alt. In Wahrheit ist sie 33. In der Realität hat Maria keine Kinder. In Wahrheit nennen sie Tausende Mama. 16.000, um genau zu sein. Maria hat eine geniale Verbindung zur Obrigkeit. Ihr Dienst ist in Uganda und der Präsident nennt sie Mama Maria. Und ich könnte jetzt so weitermachen. Ich bin so voll gesaugt. es war richtig erfrischend für mich, aber es hat auch echt mein Herz offenbart. Ja? Und es hat mich näher an Jesus gebracht. Und deshalb ermutige ich wirklich auch jeden, nicht nur heute genau zuzuhören, sondern zieht euch die Predigten von Maria rein. Sie sind alle bei YouTube erhältlich. Richtig, richtig genial. Ich habe noch ein Zitat, mit dem würde ich dann einfach übergeben an dich. Das hat mir besonders gefallen. Du brauchst keinen großen Glauben, nur Glauben an einen großen Gott. Maria, bitteschön. Gott hat mir ein wunderbares Thema gegeben für heute. Ich habe gesagt, Herr, was soll ich sagen? Ja, ich bleibe mal stehen. Was soll ich sagen zu dieser wunderbaren Gemeinde? Haben sie uns einen tollen Tennisplatz gebaut, Korbballplätze, riesiger Fußballplatz. Und ich wollte als Kind immer Tennis spielen. Die Mama hat gesagt, du, das ist zu teuer. Da muss man einen Club beitreten, das geht nicht. Du Handball spielen, ja? Dann haben wir Handball gespielt. Aber der Wunsch, Tennis zu spielen, war immer noch da drinnen. Und wie ich den Tennisplatz sehe, sage ich, Papa, ist das etwas auch für mich? Sagt er, jawohl. Dein Jugendwunsch wird erfüllt. Amen. Und stellt euch vor, in der Mittelschule ist eine Schülerin, die ist 17 Jahre und die ist in der internationalen Liga, Tennisliga. Und die hat erfahren, dass ich Tennis spielen möchte. Sagt sie, Mama, das lerne ich dir. Halleluja. Wisst ihr, und da habe ich gesagt, gell, so zwischen Dämmerung und Dunkelheit lernen wir das. Damit wir keine Zuschauer haben. Amen. Ich werde nie für einen Pokal spielen, aber ich werde für Spaß spielen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, bei Gott ist nichts unmöglich. Also mein Bruder hat gesagt, zwischen Wahrheit und Realität, ja, am 80. Geburtstag in der Früh habe ich gesagt, lieber Gott, wie schaut's aus? Können wir einen kleinen Diskurs haben? Ich hätte so gern gewusst, haben wir noch viel Arbeit hier oder gehen wir bald weg in die Ewigkeit? Ich bin für beides bereit, aber es wäre schön, wenn du mich ein bisschen informierst, dann kann ich mich ein bisschen besser vorbereiten, ja? Sagt der Herr Maria, es wird alles viel schneller werden. Aha. Das ganze Werk kommt auf eine hohe internationale Ebene von Verantwortung und du wirst so viel Freude haben, dass du es kaum ertragen kannst. Sage ich, Herr, das klingt gut. Das klingt gut, aber bitte sag mir, warum habe ich keinerlei Beziehung zu der blöden Zahl 80? Wenn mir jemand sagt, ich bin 5, glaube ich es genauso wie 80. Glaube ich es genauso nicht wie 80, okay? Spinne ich? Will ich die Realität nicht wahrnehmen? Bitte klär mich auf. Ist etwas mit mir in Ordnung? Sagt er, bei dir stimmt alles, Maria. Dann hat er gesagt, der Geburtsschein ist nicht dein Alter. Sag ich, wirklich? Aber das habe ich noch nie gehört, habe ich gesagt. Normalerweise ist der Geburtsschein dein Alter, ja? Sagt er, na, wer ist dein Leben? Halleluja. Da habe ich gesagt, mein Leben ist Jesus. Und da ist mir sofort wie ein Scheinwerfer aufgegangen und der ist nie älter geworden wie 33. Halleluja. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn du zu mir sagst, ich bin 33, dann glaube ich dir. Der Rest ist jetzt dein Problem. Wie du das zurück
radelst. Ich habe solche Verjüngungen erlebt in den letzten 3 Jahren, ich kann euch nicht sagen. Das ist jetzt nur ein kleines Zwischenstadium. Ich werde wieder ganz fit werden. Amen. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Aber wisst ihr was? Ich wurde wirklich von hinten von einer unsichtbaren Macht gepackt und auf den Boden geschmissen. Das sind Gründe dafür. Ich wurde einer gewissen Gesellschaftsschicht zu gefährlich. Und jetzt hat mich Gott herausgeschleudert aus Afrika für eine Zeit. Aber ich gehe wieder zurück. Und zwar als Queen Esther. Er hat gesagt, er gibt mir den Mantel der Esther. Und ich habe gesagt, Herr, wenn ich umkomme, komme ich um. Aber ich werde dazu da sein, dein Lautsprecher zu sein. Nur des Herrn Lautsprecher, okay? Nicht meine Meinung, seine Meinung. Und jetzt warte ich, was er da vorhat mit mir. Amen. Und nicht durch mein Dazutun, aber ich habe einen Ruf in ganz Afrika als Afrikanerin. Ja, die nennen mich die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Ich bin bekannt als Afrikanerin und ich liebe Afrika und die Afrikaner. Und ihr werdet euch wundern, Afrika ist der nächste Kontinent, der aufsteigt. Die Letzten werden die Ersten sein. Amen. Afrika war noch nie der erste Kontinent. Der wird jetzt aufsteigen und wird der Rest der Welt zeigen, wie man als Reich Gottes Bürger lebt. Kein Kontinent hat so viel Leid, so viel Raubbau, so viel Ausbeutung, so viel Missachtung, so viel Schmerz erlebt wie die Afrikaner. Aber das ist nicht bitter geworden, sie sind besser geworden. Und mit solchen Menschen kann Gott arbeiten. Amen. Außerdem ist Afrika immer der Kontinent für die Flüchtlinge gewesen. Hätte Jesus überlebt ohne Afrika? Er musste flüchten vor Herodes und war in Afrika. Hätte Josef überlebt? Abraham? Mose? Und wer hat dem Herrn Jesus geholfen, das Kreuz zu tragen, wie Jesus unter dem Kreuz gefallen ist? Josef von Arimathea, ein Afrikaner. Ein Afrikaner, kein anderer Kontinent, hat dem Herrn Jesus geholfen, das Kreuz zu tragen, wie Afrika. Ihr Lieben, ich kriege die Gänsehaut im ganzen Körper. Afrika ist jetzt im Lichte Gottes. Und Afrika wird der Welt noch zeigen, wie man lebt als Reich Gottes Bürger. Amen. Und das ist auch die Aufgabe für uns alle. Wir sollen lernen, wie Reich Gottes Bürger zu leben. Ich bin so dankbar für diese Gemeinde, die vor vielen Jahren eigentlich schon ein Buch geschrieben hat, 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Ist aber kaum was verkauft worden damals. Der Daniel hat sogar geglaubt, er hat nicht richtig von Gott gehört. Wisst ihr, wir können manchmal ein bisschen zu früh sein. Das war einfach ein bisschen vorzeitig, dass das Buch geschrieben wurde. Wir brauchen jetzt Reich Gottes Prinzipien. Amen. Wir müssen jetzt lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Amen. Wir haben mit der Welt versucht, Kirche zu bauen. Eigene Reichtümer, eigene Königreiche. Ich kann es euch nur sagen, wie die Notre Dame in Frankreich gebrannt hat, war ich voller Freude. Ich habe gesagt, ja, was habe ich denn? Bin ich nicht ganz normal? Sagt er, ja, das ist ein Königreich, das mir nicht gefällt. Wir haben Königreiche gebaut zu unserer Ehre. Jetzt möchte Gott sein Reich bauen zu seiner Ehre. Und da braucht er Helden. Amen. Und da bist du auserwählt, ein Held Gottes zu werden. Eure Begeisterung ist hinwerfend. Gott hat euch auserwählt, Helden zu sein. Und Gott ist stark in den Schwachen. Darf ich auch gerade ein paar Helden vorlesen, die mich sehr, sehr begeistert haben. Gott hat mir gesagt, ich soll ein Buch schreiben, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Amen. Du bist ein herrliches Original. Und je mehr du in diese Originalität hineinwächst und sie annimmst, umso mehr wirst du ein Held im Reich Gottes. Dann habe ich mal die Helden der Bibel ein bisschen angeschaut, ja?
Der Jakob war ein Manipulierer. Der Petrus war ein Feigling. Der David hatte eine Affäre. Der Noah hat sich betrunken. Jona rannte weg von Gott. Mose stotterte und war impulsiv. Paulus war ein Mörder. Gideon war unsicher. Miriam war eine Schwätzerin. Martha machte sich um alles Sorgen. Thomas war ein Zweifler. Sarah war ungeduldig. Zachäus war klein. Abraham war alt und Lazarus war tot. Halleluja. Könnt ihr unter diese Liste der Helden euren Namen auch setzen? Amen. Wer will unter diese Liste seinen Namen setzen? Alle, ich bin heute in der richtigen Gruppe. Danke, Herr. Ihr Lieben, Gott beruft nicht die Begabten. Er begabt die Berufenen. Amen. Wenn du einmal sagst, Herr, ich stehe dir zur Verfügung, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, du kannst mich auch auf null reduzieren. Und das tut er sehr gern. Wisst ihr, dass wir ihm nicht im Wege stehen. Amen. Denn er braucht unseren Pfusch nicht. Er möchte der Chef sein in deinem Leben. Amen. Er möchte dich in den Griff bekommen. In der westlichen Kultur wollen alles in den Griff bekommen. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, aber in Afrika sage ich euch, da hast du nichts im Griff. Da kann nur Gott dich in den Griff bekommen. Da haben wir eine große Konferenz gehabt, viele Europäer, und die waren schon am Abend, wo es angefangen hat, sehr nervös, weil es kein Programm gegeben hat. Ja? Am nächsten Tag in der Früh hieß es, in dem und dem Büro kann man sich ein Programm für den Tag holen. Alle Europäer, wie von der Tarantel gestochen, sind auf dieses Büro zugerauscht. Und dann haben sie was im Griff gehabt. Ja? Sie haben einen Zettel in der Hand gehabt. Ja? Am Abend hat weder ein Programm, weder ein Termin, noch ein Sprecher, noch ein Thema gestimmt. Da habe ich gesagt, Herr, geben wir Ihnen Gnade. Schauen wir, wie der nächste Tag ausschaut. Am nächsten Tag wieder alle, wie von der Tarantel gestochen, auf das Büro durch. War wieder das Gleiche am Abend. Dann habe ich gesagt, Herr, die Afrikaner, die sind so lieb, die wissen, wir wollen was in der Hand haben. Wir wollen es in der Hand haben, wir wollen es in den Griff haben. Jetzt geben sie uns halt einen Zettel. Was draufsteht, ist ihnen wurscht. Ja. Aber wir haben was im Griff. Ja. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist besser? Das europäische System, wo du am Montag schon weißt, was am Samstag passiert, oder das afrikanische, wo du am Montag noch nicht weißt, was am Montag passiert? Da hat der Herr zu mir gesagt, Maria, am Abend haben immer meine Jünger gewusst, wie das Programm gelaufen ist. Kennt ihr euch aus? Und ich spüre, wie Gott dieses westliche Denken erschüttert. Amen. Er nimmt uns die Kontrolle aus der Hand. Wir haben ja geglaubt, wir schaffen es ohne Gott. Ja? Wenn wir dich brauchen, kommen wir schon wieder. Jetzt haben wir höchste Zeit, dass wir kommen. Amen. Wir brauchen Gott. Amen. Und er will das Sagen haben in deinem Leben. Nicht, dass du ihm diktierst. Er sagt zwar oft zu mir, was möchtest du, was ich für dich tue? Ich habe dauernd Diskurse mit Gott. Und das berate ich euch auch. Wartet nicht, bis der Pastor mit euch redet oder ich. Er will direkt mit dir reden. Amen. Er möchte nicht haben, dass wir zweite Handreligion haben, sondern dass wir in erster Linie ein Intimverhältnis mit Gott haben und mit ihm reden, ein Liebesverhältnis. Und so viel ich weiß von meinem Leben, wo Liebe ist, da ist Kommunikation. Amen. Amen. Gott möchte mit dir reden. Gott möchte sich dir offenbaren. Gott möchte dir sogar seine Geheimnisse offenbaren. Aber du musst ihn anrufen, du musst ihn fragen. Rufet mich an. Wir rufen dauernd an, ja. Mit dem Handy, das ist ja dauernd in Betrieb, aber ruft doch einmal Gott an. Ruft mich an und ich werde euch Großes zeigen, von dem ihr noch keine Ahnung habt. Amen. Und er will uns einbeziehen in die Schöpfungsgeschichte, in das Erlösungswerk Jesu Christi. Ja. Was hast du gesagt? 50 Minuten, mein Gott, mit dem komme ich nicht durch, Entschuldigung. Halleluja. Papa, ich bitte, Vater, streck die 50 Minuten. Amen. Also, ihr Lieben. Na, da sehen mich die da draußen nicht. Ich stehe noch, geht's. Bitte?
Ah, da ist ein Hörer noch hinter mir. Halleluja. Seht ihr, das Gute ist manchmal so nah, aber wir sehen es nicht. Halleluja. Ja, jetzt können Sie mich noch sehen, aber jetzt sehe ich da wieder nichts mehr. Ihr Lieben, Gott möchte mit dir und mit mir Geschichte schreiben. Amen. Noch geht's gut. Er möchte Geschichte schreiben. Wenn wir mit unserer Weisheit am Ende sind, dann beginnt Gott Wunder zu wirken. Amen. Und wisst ihr, ich bin permanent am Ende. Meine Mitarbeiter beklagen sich, aber über 1000 Mitarbeiter beklagen sich, dass man mit mir immer an der Wand steht und am Ende ist. Ich sage, gewöhnt euch, da bleiben wir. Denn da müssen wir Gott hundertprozentig vertrauen. Amen. Es geht um eine hundertprozentige, exklusive Liebesbeziehung mit Gott. Und da hat mir jemand was geschickt, die 10 Gebote der Ehe. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen, weil Gott nämlich mit Ehe, da lehrt er uns was, ja? Das erste der 10 Gebote finden wir in 2. Mose 20,3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was sagt Gott in diesem Gebot? Er sagt, dass er eine exklusive Beziehung mit dir und mit mir haben möchte. Amen? Und zwar eine Liebesbeziehung. Ja? Wir sind die Braut Jesu Christi. Ihr Männer müsst euch daran gewöhnen, ihr seid auch eine Braut. Ja. Ich habe mal ein Seminar gegeben, dann haben wir Abendmahl gefeiert, dann habe ich alle Schleier ausgeteilt, auch für die Männer. Die haben sich etwas komisch gefühlt. Aber wir sind die Braut Jesu Christi. Amen. So, also er will dein Ein und Alles sein. Er gibt sich nicht mit Nebensächlichkeiten zufrieden. Das auch für eine Ehe wichtig ist. Wir haben eine exklusive Beziehung mit unserem Ehepartner. Amen. Wisst ihr, der Zeit auf Ehe, da hat Gott nichts übrig mit dem. Okay? Ich habe zu meinen Söhnen gesagt, you have chosen the best, now leave the rest. Ihr habt das Beste gewählt, jetzt lasst den Rest in Ruhe, okay? Und sie haben das sich auch zu Herzen genommen. Der Henry Ford wurde anlässlich seiner goldenen Hochzeit nach 50 Jahren Ehe gefragt, was ist Ihr Geheimnis für Ihren Erfolg in der Ehe? Er antwortete, das Geheimnis meiner erfolgreichen Ehe ist dasselbe Geheimnis, das ich auch im Geschäft habe. Ich bleibe immer beim gleichen Modell. Halleluja. Amen. Bei der Trauung versprechen sich Mann und Frau ihre Hingabe und Treue, bis der Tod sie scheidet, lebenslang. Es gibt keine Konkurrenz. Ich mache keinen Einkaufsbummel, sagt der Henry Ford, auf der Suche nach einem neuen Modell. Ich will das alte Modell nicht umtauschen. Als Gott den Menschen schuf, sagte er, dass es gut sei, aber dann sagte er, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Ich werde ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Und die Bibel sagt, dass Gott eine von Adams Rippen nahm und daraus eine Frau formte, Eva. Dann nahm Gott nicht 4 oder 5 Rippen und sagte, okay Adam, hier ist Eva, hier ist Luise, hier ist Stephanie, hier ist Manuela. Nein, es war nur eine. Amen. Und da sagt der Henry Ford, ich habe mich für mein ganzes Leben festgelegt. Ich mache keinen Einkaufsbummel, ich schaue mir auch nicht in die Schaufenster. Eine Frau, ein Gott. Amen. Amen. Gott möchte deine erste Liebe sein und deine erste Liebe bleiben. Ganz gleich, was er dir zumutet. Da waren ein paar Situationen in meinem Leben, die waren extrem schmerzhaft. Extrem. Dann habe ich gesagt, Herr, eines garantiere ich dir. Du wirst mich nicht los, ich bin wie Kaugummi. Ich bleibe bei dir. Wenn ich hinten und vorne nichts mehr verstehe, wenn ich hinten und vorne mich nicht mehr auskenne, wo oben oder unten ist, ich bleibe bei dir. Ich habe keine andere Wahl. Du bist mein Ein und Alles. Amen. Und so möchte ich euch sagen, ihr Lieben, das christliche Leben zu leben ist nicht schwer, es ist absolut unmöglich. Das stimmt insofern, als dass es absolut unmöglich ist, solange es ohne Christus betrachtet wird. Solange er außen vorgelassen wird. Doch wenn wir ihn mit einbeziehen, haben wir alles, was er sagt, alles, was er ist, und das ist alles, was wir brauchen. Amen. Ich erlebe das sehr stark und ich erlebe das schon viele Jahre.
Mein Vater hat immer wieder zu mir gesagt, na, bist du so dumm, du musst sogar mal einen Parkplatz beten. Ich sage, ja, Papa, wenn ich einen Parkplatz genau vor der Tür will, von dem Geschäft, wo ich reingehe, dann muss ich beten. Ja? Ihr Lieben, ich bete für alles. Und Gott antwortet. Amen. Mir wurde jetzt, ich wurde aufgenommen im Norden, höchsten Norden von Uganda, von den Karamojong. Das sind wahrscheinlich alles Nachkommen von König Salomon und der Königin Sheba. Und mein Name ist Nakiru. Das heißt Regen und Segen. Wo ich hinkomme, regnet es. Halleluja. Ich habe gesagt, Herr, das musst du jetzt selber. Du hast mir den Namen gegeben und jetzt musst du es auch vollbringen. Amen. Dann wurde ich in einen zweiten Clan aufgenommen und der Name heißt Prinzessin. Amen. Ihr seid alle Prinzen und Prinzessinnen des Königs aller Könige. Amen. Und wir müssen uns als solche sehen. Nämlich, wir haben alle Brille auf in unserer Seele. Mit dieser Linse, diese Linse bestimmt, wie wir uns selbst sehen und diese, wie wir Gott sehen. Und wenn die zwei Linsen nicht übereinstimmen, wenn du dich nicht siehst, wie Gott dich sieht, und du Gott nicht siehst, wie er ist, dann ist dein ganzes Leben verpfuscht. Dann ist es verzerrt. Und so bete ich immer, betet um ein reines Herz. Der Herr sagt, die selig sind, die reinen Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Wenn Gott in dein Herz schaut, dann soll dein Herz so rein sein, dass du ihn siehst, wie er ist. Amen. Aber wenn dein Herz verbogen, wenn dein Herz schmutzig ist und eben nicht rein, dann wirst du auch Gott nicht erkennen, wie er ist. Amen. Also Hingabe an Jesus Christus, bei der es um weniger geht als ums totale Sündenreinigung, Heiligung, damit Gott wieder in uns wohnen kann, geht am eigentlichen Sinn des Kreuzes vorbei. Amen. Wisst ihr, diese Berufung als Held, schaut euch einmal die Helden an in der Bibel. Die mussten durch eine tiefe Schule, Charakterschule gehen. Amen. Gott, aber ja, in der Welt, jedes Kind muss durch eine Schulung gehen, bevor es einen Beruf ergreifen kann. Amen. Und je höher dieser Beruf, umso länger die Schulung. Amen. So, bitte fürchte dich nicht vor der Schulung, denn Gott wird dich, jeden von uns, in die Universität des Heiligen Geistes aufnehmen. Und da kann man nie durchfallen, nur wiederholen. Und die meisten haben schon zu viel wiederholt. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, wir sind Berufene. Gesandte in dieser Welt mit einem Auftrag, der weit über unser persönliches Wohlergehen hinausgeht. Amen. Dieses Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier, vergiss es. Totaler Egoismus. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit für diese Welt. Amen. Also, ihr Lieben, in 2. Petrus 1,10 heißt es deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und in Johannes 15,16 heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen, also in Bewegung bleiben, okay? Wir sitzen viel zu viel herum. Hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Amen. In Epheser 4, 1 und 2. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. In Philipper 3, 13 und 14b. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Ihr Lieben, wir sind jetzt das größte Werk in Uganda. Wir haben 5 Headquarters, große Headquarters. Wir haben jetzt über 400 große Gebäude gebaut, Krankenhäuser, Schulen, Waisenhäuser. Und Gott sagt mir immer wieder, das ist erst ein kleiner Anfang. Ich habe gesagt, Herr, habe ich jetzt richtig gehört? Sagt er, ja, Maria, das Werk wird sich in ganz Afrika ausbreiten. Denn es heißt Vision für Afrika.
Und nachdem er das gesagt hat, haben 12 Nationen mir geschrieben, Mama Maria, dein Werk heißt Vision für Afrika. Wo bist du? Wir sind auch Afrika. Kenia, Kongo, Ruanda, Tansania, Nigeria. Hat mir das Letztes geschrieben. Ich soll in den Süden kommen, da helfen sie mir. Im Norden ist Krieg, da soll ich nicht hin. Halleluja. Ihr Lieben, Gott wird dich so strecken, dass du dir denkst, unmöglich, dass Gott das durch dich tun kann. Aber ich sag's euch, für Gott ist nichts unmöglich. Amen. Nichts unmöglich. Und wie der Bruder gesagt hat, ja, ich brauch 7 Millionen Euro im Jahr. Ich brauch im Monat 600.000 bis 700.000 Euro. Die kommen ohne einen Brief, ohne einen Bettelbrief. Ich sage immer nur, Papa, das ist dein Werk. Mein Ruf ist ruiniert, seit ich dabei getreten bin. Kämpfe um deinen Ruf. Ich bin jetzt hier schon über 2 Monate und am Weg zum Flughafen habe ich noch 5 meiner besten Männer eingesetzt. Ich habe 42 Leiter im Werk. Wir haben 42 verschiedene Abteilungen, Kindergärten, verschiedene Ausbildungsstätten, Hotels, Kinderheime, Volksschulen, Mittelschulen, alles Mögliche. Jetzt hat der Herr eine Arbeit angefangen mit Prostituierten. Habe ich gesagt, Herr, da habe ich keine Erfahrung auf dem Gebiet. Dann hat er gesagt, brauchst du nicht haben, ich kenne sie alle. 10.000 Prostituierte in Kampala, die warten jetzt, dass wir ihre Kinder in unsere Schulen aufnehmen und ihnen ein Handwerk lernen oder irgendwas erlauben. In der Schönheitsschule, weißt du, massieren Nägel, Haare. Ja, und die Arbeit läuft. Amen. Wisst ihr, für Gott ist nichts unmöglich. Und es läuft wunderbar. Ich bin da. Das ist nicht mein Werk. Ich werde von jetzt ab nur der kleine überfliegende Hubschrauber sein. Dass die Afrikaner in ihre Strümpfe kommen. Unter den über 1.000 Mitarbeitern habe ich nur 7 Weiße. Und wir arbeiten uns alle heraus aus unserem Job. Wir wollen ein afrikanisches Werk hinterlassen. Amen. Und ich habe lauter Mitarbeiter, die nicht korrupt sind. Und die wissen, dass nicht ich der Chef bin dort, sondern Gott selbst. Ich konnte alle durchbezahlen, diese ganzen Monate jetzt. Kein einziger hat einen Gehalt versäumt, obwohl viele daheim gesessen sind. Aber wisst ihr, die Lehrer, die nie in der Landwirtschaft hätten arbeiten wollen, die haben sich jetzt freiwillig gemeldet. Jetzt haben wir riesige, jetzt haben wir 3 Millionen Bäume pflanzen. Mahagoni und, bitte? Ebenhölzer. Mahagoni und Teak. Mahagoni und Teak. Und es öffnen sich Türen. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Halleluja. Multimillionäre melden sich jetzt, ob sie uns helfen können, etwas zu entwickeln in Afrika, damit sie ihr Geld sicher anlegen können. Ich sag's euch, für Gott ist Geld überhaupt kein Problem. Gehorsam ist sein Problem. Wisst ihr, ich habe mal gefragt, Herr, wie kannst du mich wählen, so etwas aufzubauen? Er sagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Dann habe ich gesagt, Geld, ich bin jetzt blöd dazu. Dann habe ich ein großes Lächeln gesehen. Amen. Ihr Lieben, Gott braucht niemanden, der ihm Anordnungen gibt. Er braucht solche, die seine Anordnungen befolgen. Amen. Bist du bereit, einen Wechsel an Autorität in deinem Leben zuzulassen? Eine Frau war einmal bei unserem Seminar und dann hat die geheult. Da bin ich hin zu ihr und habe gesagt, ja, was ist denn los? Sagt sie, stell dir vor, Jesus steht vor mir und sagt, ich soll herunterkommen von meinem Thron des Herzens. Und ich habe gesagt, ja, dann tu es halt. Was tut er denn dann mit mir? Und habe gesagt, das musst du abwarten. Kann ich dir auch nicht sagen, aber er will der Chef werden in deinem Leben. Er hat sich gesagt, aber dann verliere doch ich die Kontrolle. Dann habe ich gesagt, ja, freilich. Damit er sie kriegt, musst du sie verlieren. Probier es doch. Ich glaube, das ist der beste Autoritätswechsel, den du je erlebt hast.
Und dann hat sie mit ganz schmerzen Schmerzen, jetzt steige ich herunter. Aber ja, jetzt bin ich herunter, hat sie gesagt. Jetzt geht er hinauf. Der Herr Jesus, sage ich, okay, lass ihn raufgehen. Er setzt sich breit auf den Thron meines Herzens. Sage ich, Halleluja. Na, stell dir vor, hat sie gesagt. Jetzt ist er auf die Seite gerückt und gesagt, ich soll kommen. Und mit ihm gemeinsam auf dem Thron sitzen. Amen. Amen. Du brauchst Gott hundertprozentig und er braucht dich hundertprozentig. Dein Vertrauen, deinen Glauben. Amen. Aber zuerst musst du ihm die Herrschaft über dein Leben übergeben. Und dann wirst du sehen, dann geht die Post ab. Dann geht die Post ab. Wisst ihr, wie jetzt da das ganze Corona gekommen ist, haben die Afrikaner zu mir gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen. Wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Wisst ihr, die sagen, Mama, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Das möchte ich dir heute auch sagen. Kann ich dir das auch sagen? Halleluja. Halleluja. Na, ihr Lieben, Gott, wir sind Berufene des Königs aller Könige. Amen. Das geht weit über alle Herrschaften auf dieser Welt. Des Königs aller Könige. Und es gibt drei Gruppen von Menschen. Die ersten Menschen, die machen Dinge geschehen. Die zweiten, die beobachten, was geschieht. Und die dritten wundern sich, was geschieht. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bei welcher Gruppe möchte Gott, dass wir sind? Nummer eins. Wer will Nummer eins sein? Menschen, die durch die Gott was bewirken kann. Amen. Ja, also ich bin jetzt natürlich sehr unter Druck. Aber ihr Lieben, jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Amen. Amen. Halleluja, Uwe. Amen. Großartige Männer und Frauen wurden nicht geboren. Die werden durch das Leben geformt. Wenn wir die Helden der Bibel betrachten, dann wird uns schnell klar, dass die meisten einen ganz normalen Hintergrund hatten, aus normalen, einfachen Familien kamen und in einfachen Berufen arbeiteten. Und vor allem, sie hatten es nicht immer leicht im Leben. Sie sahen sich vielen Widerständen gegenüber und waren nicht immer diejenigen, die für eine Aufgabe am geeignetsten erschienen. Amen. Weil ich habe dem lieben Gott gesagt, also ich hätte mich nie gewählt. Warum hast du? Nein, ich hätte mich nicht gewählt. Hat er gesagt, ja, du bist auch nicht meine erste Wahl. Ach so, habe ich gesagt. Die wievielte bin ich dann? Hat er gesagt, die dritte. Die anderen zwei, die er mal vor mir gerufen hat, die waren nicht gehorsam. Was die vermisst haben. Ihr Lieben, schaut euch einmal Esther an, ein Waisenmädchen, die bei ihrem Onkel aufgezogen wurde und das ganze jüdische Volk wurde gesegnet und beschützt vor dem Vernichtetwerden durch ihren Mut. Aber sie musste zu dem Punkt kommen, wenn ich umkomme, komme ich um. Jetzt sage ich dir etwas, wenn du noch Angst vor dem Tod hast, kann Gott dich nicht verwenden. Weil da kann dich jeder erschrecken. Wir leben jetzt in einer erschrockenen Gesellschaft. Katastrophe. Also ich sage es euch, ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod. Wenn mich jemand erschießen will hier, macht es schnell, dann bin ich schneller im Himmel. Ich sage, wir bauen auch viel in muslimischen Gebieten. Aber ich frage immer die ganze Leiterschaft von allen Gebieten, wo Gott uns hinschickt, ob sie uns aufnehmen, ob sie uns willkommen heißen. Ja. Und dann füge ich dann immer hinzu, wie gesagt, wir kommen nicht, wenn ihr uns nicht einladet und lieben euch trotzdem. Und sollte einer von euch einmal die Absicht haben, mich frühzeitig in die ewige Herrlichkeit abzubefördern, ja? Schön ausgedrückt, gell? Dann vertraue ich, dass meine letzten Worte Quagalanio sind. Das heißt, ich liebe euch sehr. Mich kann keiner erschrecken. Und die Liebe zum Geld muss auch weichen ans Kreuz. Denn sonst kann man dich kaufen. Und wenn du noch nicht weißt, wie sehr Gott dich liebt, dann bist du auch manipulierbar. Gott hat mich einmal gefragt, Maria, willst du geliebt werden im Leben oder
Wie hat er gesagt? Geliebt oder respektiert? Nein, ich sage, ich möchte geliebt werden. Dann hat er gesagt, kann ich die leider nie brauchen. Dann können dich die Menschen manipulieren. Dann tust du alles, um geliebt zu werden. Inzwischen, ihr Lieben, wenn ich keiner mag hier, ist es auch okay mit mir. Gott liebt mich. Und jeder, der mich liebt, ist ein extra Bonus. Aber nicht das Fundament meines Lebens. Amen. Wir müssen hier wirklich klar werden. Fangt nicht an betteln. Hab mich doch lieb. Bemerk mich doch. Sag was Nettes an Schmarrn. Fang an, die Bibel zu lesen, dann wirst du sehen, wie Gott über dich denkt. Du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Aus lauter Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Amen. Gott ist verknallt in dich. Ich möchte, dass ihr jeden Tag aufsteht, in den Spiegel schaut und sagt, lieber Gott, du musst einen super guten Tag gehabt haben, wie du mich erschaffen hast. Ist das eine Lüge? Ist die Wahrheit? Amen. Und dann sagst du dem Gesicht da drinnen in dem Spiegel, und das Beste wartet noch auf dich. Amen. Und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Amen. Halleluja. Also, hört mal. Der Esther, ja, die wurde erwählt vom König, nachdem seine erste Frau ihm da einen Trick gespielt hat. Und mit Klugheit und Umsicht gelang es ihr, diese Pläne des Hamans zu vereiteln. Das ist eine lange Geschichte, aber lest einmal die Geschichte von Esther. Es ist wirklich, und sie ist nicht umgekommen. Gott hat mir gesagt vor einigen Monaten, er gibt mir den Mantel der Esther. Und ich habe, ob ich ihn bereit bin zu nehmen, habe ich gesagt, gerne Papa, du weißt genau, du kannst alles mit mir machen, alles. Ich habe keine, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Amen. Weil ich weiß, du liebst mich. Und es ist das Allerbeste, was deine Pläne sind für mich. Amen. Dann schaut euch den David an. Meine Güte, da kommt der große Prophet, um den nächsten König zu salben und die vergessen den Buben am Feld. Die anderen gut aussehende, große Kerle, ja. Aber der Prophet hat gesagt, na, da fehlt da noch einer. Na ja, der Jüngste. Und es gibt eine Schriftstelle, da heißt es, wo David schreibt, meine Mutter hat mich empfangen in Sünde. Ich glaube, er war ein uneheliches Kind. Also der hat überhaupt nicht gezählt. Aber der war es, den Gott gewählt hat. Amen. Amen. Und wisst ihr, ein Hirtenjunge, was hat der gemacht? Der ist nicht langweilig herumgesessen und hat gejammert, dass er nur Hirte ist. Der hat mit Löwen gekämpft, der hat mit Bären gekämpft. Der hat für seine Tiere Mut gezeigt. Außerdem hat er ein Instrument gespielt, Gott angebetet. Außerdem hat er einen Steinschleuder gehabt und hat so lange trainiert, bis er mit dem ersten Schuss genau das Ziel erreicht hat. War alles notwendig. Für das, was vor ihm lag. Mit einem, wisst ihr, die wollten ihm eine Kriegsrüstung anziehen, wie er da diesem Goliath gegenüberstand. Und er sagt, zieht mir das aus, mit dem kann ich mich überhaupt nicht bewegen. Und er hat nur eine Steinschleuder und einen Stein gehabt. Und mit einem Stein hat er den Goliath getötet, weil der Gott gelästert hat. Das war heiliger Zorn. Und ihr Lieben, ich glaube, dass es auch manchmal Zeiten gibt, wo man einen heiligen Zorn haben kann. Amen. Amen. Wisst ihr, wie das passiert ist? Und die Operation fertig war, habe ich dann einige Tage proklamiert, durch die Striemen des Herrn Jesus bin ich geheilt, durch die Striemen des Herrn Jesus bin ich geheilt, nichts ist besser geworden. Dann habe ich Daniel angerufen und habe gesagt, das funktioniert nicht bei mir. Und er hat gesagt, Geduld, Maria, Geduld. Dann habe ich gesagt, in Geduld erkläre ich, durch die Streben des Herrn Jesus bin ich geheilt. Mit Geduld spreche ich. Durch die Streben des Herrn, nichts hat sich, nichts ist mehr. Ich sage, dann habe ich so einen heiligen Zorn gekriegt auf den Teufel, aber ich sage, du Sauhund, hau ab, nimm deine Dreckbratzen von dem Tempel des Heiligen Geistes, damit die Heilung geschehen kann. Hau ab! Der ist abgehaut, ihr Lieben. Und die Heilung ist gekommen. Halleluja. Jetzt habe ich dem Pastor Daniel noch beibringen, dass heiliger Zorn auch dazu gehört. Aber das ist für ihn ein bisschen fremd, ja. Aber vielleicht. Aber ich brauche heiligen Zorn. Ich hasse das Böse. Amen. Das Böse können wir hassen. Da können wir richtig zornig werden. Amen. Ja, aber
lest einmal die Geschichte von David, was der musste durchmachen, bis er dann wirklich König war. Das war eine Schulung für den Kerl und die nicht einfach war. Und was mich am meisten bewegt hat, der Saul wollte ihn ja dauernd umbringen, ja. Und er hätte den Saul können umbringen. Sogar die Leute, die mit ihm waren, haben ihm gesagt, den packen wir, den töten wir. Und er hat gesagt, greift ihn nicht an. Amen. Er hat nicht selbst Rache geübt. Amen. So hat es Gott überlassen. Amen. Ja, also der David hat sehr viel durchgemacht. Dann der Mose. Der hätte schon getötet werden. Schon bei der Geburt. Das war damals so. In der Wüste ist er geboren worden. Aber die Mutter, eine tiefgläubige Frau, und die Hebammen waren so schnell, dass das gar nicht gegangen ist, die Männer nur zu töten. Und dann hat die Mutter ihn gestillt. Und dann hat sie ihn ausgesetzt an einer Stelle, wo sie wusste, dass die Schwester vom König zum Bad kommt. Und die Tochter oder die Schwester vom Mose hat dort dann aufgepasst. Und dann hat sie ihn aufgezogen. Wisst ihr, der Mose, der hat mit der Muttermilch hat der schon mitbekommen, dass er eine Berufung hat, ein ganzes Volk freizusetzen. Amen. Und da denkt man sich, eine königliche Ausbildung wäre das Beste dafür. Ja? Der Hof von Ägypten war der Beste zu der Zeit. Ja, und dann hat er eine Gelegenheit gekriegt und hat gesehen, wie ein Ägypter einen Hebräer misshandelt und bringt den gleich um. Hat er Autorität gehabt, das zu tun? Nein. Ja, dann ist er geflüchtet, dann ist ihm Angst gekommen. Und wisst ihr, wenn Gott mit uns freundlich reden will, dann führt er uns in die Wüste. Ich war schon ein paar Mal in der Wüste und habe gesagt, Herr, wo habe ich wieder einmal ein Warnzeichen übersehen? Sagt er, hast du nicht. Ich habe dich gelockt. Ich will mit dir freundlich sprechen. Dann sage ich immer, Herr, bitte schnell, ich will wieder weiter raus aus der Wüste. Wisst ihr, in der Wüste kann man doch nichts abgelenkt werden, ja? Oder wenn ich in der Nacht aufwache, sage ich, Papa, willst du mit mir sprechen? Bitte schnell, ich will weiter schlafen. Und er spricht dann ganz schnell, Halleluja. Wir können, er ist ein Vater. Amen. Ja, der Noah, der Isaac, sagt, der Mann, mich hat der Herr mal gefragt, ob ich den Glauben von Noah möchte. Dann habe ich gesagt, Herr, lass mich ein bisschen nachdenken. Na, 100 Jahre hat der von Berg oben, wo weit und breit kein Wasser war, ein riesiges Schiff gebaut. Obwohl er weder Schiffbauer war noch Tischler, er hat nur die Anweisungen Gottes befolgt. Dann habe ich gesagt, Herr, hast du nichts Leichtes? 100 Jahre ist der verspottet worden, ausgelacht worden, als Idiot hingestellt worden. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Weit und breit kein Wasser und er baut ein riesiges Schiff auf den Berg um. Das klingt wirklich nicht normal. Gott hat mir jetzt gesagt, ich soll Flüchtlingswohnungen für Europäer bauen, schon vor 5 Jahren in Afrika und für Israelis. Dann habe ich das meinen Freunden in Österreich gesagt. Sagen sie, ja, spinnst du hochgradig? Die Afrikaner kommen nach Europa, sage ich, ja, das wird sich wenden. Die kommen nach Afrika. Jetzt habe ich schon über 200 Familien, die kommen wollen. Und in Afrika ein neues Leben beginnen wollen. Also keiner soll gehen, weil er Angst hat. Aber wenn Gott sagt, Afrika, Afrika, packt es zusammen und kommt. Also alle, ja, die Maria, die Mutter von Jesus, ein 15-jähriges Mädchen, erscheint der Erzengel und sagt ihr, sie wird einen Sohn bekommen. Wisst ihr, die hat auf die Gefahr hin, dass sie getötet wird, weil ein Mädchen, die war 15 Jahre schwanger, da war tot, die Strafe. Und dann noch zu sagen, der Heilige Geist hat sie überschattet, und sie glaubt, das spinnt ja, die gehört so total weg. Ja. Und dann, sie war verlobt mit Josef. Und den auch zu verlieren. Alles hat sie riskiert, um den Willen Gottes zu tun. Und dann, ihr Lieben, da habe ich mir auch schon gedacht, weißt du, lieber Gott, dass du für deinen Sohn, den König aller Könige, nur einen Stall bereit gehabt hast zum Gebären. Da hätte ich angefangen zu zweifeln, wenn ich Maria gewesen wäre, ob das wirklich die Liebe Gottes ist. In einem Stall,
Und dann musste er flüchten nach Ägypten. Und dann war er nur Tischler. Lest einmal das Leben von dem Herrn Jesus. Bist du in einem Stall geboren worden? Also, was Jesus hat alles durchgemacht, damit er uns verstehen kann. Darum hat er mit uns allen Barmherzigkeit. Amen. Und wenn Gott Großes für dich vorhat, dann muss er dir halt auch einige Erfahrungen geben, damit du dann den Menschen, die Gott dir schickt, ein Verständnis hast dafür. Amen. Damit du mit, zum Beispiel, ich weiß, was eine Witwe fühlt. Und ich muss eine Witwe nur umarmen und sie weiß, ich verstehe sie, weil ich es selber durchgemacht habe. Ihr Lieben, Gott erlaubt uns, durch gewisse Dinge durchzugehen, um tiefer mit ihm verbunden zu sein. Amen. Bin ja aufgestanden, bist du noch nicht, gell? Ja. Ja, weißt du, er hat gesagt, wenn ich aufstehe, dann hast du Zeit überzogen. Halleluja. Ja, also wer ist willig, dass er sagt, Herr, mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Verändere mich. Amen. So dass ich deinem Charakter immer mehr ähnlich werde. Amen. Und ich bete immer in diesen Zerbruchszeiten. Ich bete, Herr, mach es mit dem geringsten Aufwand an Schmerz und in der kürzestmöglichen Zeit. Amen. Aber wisst ihr, dass Christus in uns geboren wird, das sind Geburtsschmerzen. Amen. Weil wenn wir Jesus aufnehmen, dann kommt er in unseren Geist. Aber unsere Seele muss sich noch von ihm erneuern lassen, durch das Wort Gottes. Amen. Aber ich sage es euch, er wird mit allen von uns fertig. Er hat Freude, dich in eine neue Schöpfung zu machen. Okay? Wisst ihr, ich schreibe jetzt auch ein Buch bald einmal über die Ehe. Da schreibe ich Ehe, Himmel oder Hölle auf Erden. In der Ehe werden zwei Egoisten mit dem Heiligen Geist zusammengehalten. Okay? Und ich nenne die Ehe das raffinierteste Heiligungsinstitut der Welt. Da hat sich Gott was einfallen lassen. Ich sag's euch, ich bin noch nie so geschliffen worden wie in der Ehe. Aber es war gut. Es war wunderbar, wir haben uns gegenseitig geschliffen. Diamanten schleifen sich gegenseitig. Amen. Das ist eine Liebes, wie soll ich sagen, die Liebesmühle Gottes. Amen. Wer will sterben dürfen und die Menschen sagen von dir, das war ein Held Gottes, das war eine Heldin Gottes. Die hat Reich Gottes auf diese Welt gebracht. Der hat Reich Gottes uns gezeigt. Wer möchte das? Dass wir das bei deinem Begräbnis haben. Steht auf. Halleluja. Juhu! Halleluja. Halleluja. Ich muss euch etwas sagen. Jetzt sind ein paar Dämonen abgezwitschert. Die wissen, sie haben bei euch keine Chance mehr. Amen. Und etwas rate ich euch in allen Prozessen. Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. Zweifel sind vom Teufel. Amen. Dankt Gott, lobt Gott, ganz gleich, wie es sich anfühlt. Er weiß, was er dir zumuten soll, damit er diesen herrlichen Charakter Jesu in dir freisetzt. Amen. Dann betet mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst wie deinen Sohn Jesus Christus. Und Vater, ich stelle mich heute dir zur Verfügung. Du kannst mit mir machen, was du willst. Wie du willst. Wo du willst. Kannst mich auch auf Null reduzieren. Damit du allen Raum in meinem Leben bekommst. Und ich bekenne,
dass ich nicht großen Glauben brauche, sondern Glauben an einen großen Gott. Ich bekenne, dass nur ein paar Gramm Gehorsam mehr wert ist als Tonnen von Gebeten. Ich bekenne, dass die Wege der Menschen zu einem hoffnungslosen Ende führen. Aber die Wege Gottes führen zu einer endlosen Hoffnung. Und Vater, ich will dir keine Anweisungen geben. Ich melde mich jetzt immer zum Dienst. Und Vater, ich werde nie die Botschaft Gottes verändern können. Aber die Botschaft Gottes verändert mich. Und Vater, nichts kann die Wahrheit so zerstören, als wenn wir sie strecken. Ja, ich danke dir, Vater, dass du Menschen suchst, die dich mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere. Mit solchen Menschen kannst du die Welt verändern. Ich will die Veränderung werden, die wir in der Welt sehen wollen. Komm, Heiliger Geist, durchdringe mich von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße mit deinem Auferstehungsleben. Ich danke dir, dass ich in der Schule des Heiligen Geistes bin, wo zwei Geschwindigkeitsstufen sind. Langsam und sehr langsam. Aber ich vertraue dir, dass du mich bald auf die Autobahn der Herrlichkeit Gottes bringst, wo ich sagen werde, bitte langsam. Weil da wirst du schnell. Und ich verspreche dir, Vater, ich bin bereit, eine Heldin des Reiches Gottes zu werden. Aber mach alle Prozesse, bitte in der kürzestmöglichen Zeit und mit dem geringsten Aufwand am Schmerz. Ich vertraue dir jetzt, dass du mein Leben in deine Hand genommen hast und das gute Werk vollenden wirst, das du in mir begonnen hast. Und ich verspreche dir, alle Ehre gebe ich dir, aber ich behalte die Freude. In Jesu Namen. Amen.